Hey, ich bin Timo und hier bekommst du meinen ersten Eindruck zum brandneuen 1 Million Wild. Ja, ein weiterer Flanker aus dem 1 Million Universum ist da. 2022 kam ja schon das Elixier. Nun, im Jahr 2023 wird es anscheinend Zeit für einen weiteren Flanker. Wie der so ist, wo du ihn am besten einsetzen könntest, all das und vieles mehr erfährst du hier in diesem Video. Und wenn du jetzt denkst, ha, der berichtet jetzt ja schon darüber, der hat das bestimmt geschickt bekommen. Nein, das hier ist unabhängig, ich habe alles selber bezahlt und das solltest du, sofern du neu hier bist, mit einem Abo belohnen. Das wäre auf jeden Fall sehr nice von dir, okay? Gut, ich würde mal sagen, nicht so lange schnacken. Ihr wollt ja wissen, wie dieser Duft ist. Und ja, ich erfülle euch diesen Wunsch. Hier kommt mein erster Eindruck. Schauen wir uns mal den Duft an. Ich blende euch hier mal die Duftnoten ein, damit ihr mal so ungefähr wisst, wo die Reise hingeht. Für mich ist das hier ein süßer Gourmand mit so einem leicht rauchigen Unterton. Nicht so rauchig wie so ein By the Fireplace. Nein, aber man merkt schon, hier ist etwas Rauchiges im Spiel. Generell auch ein sehr warmer Duft, so ein kuscheliges Feeling hat er auf jeden Fall. Und, das kann ich auch schon mal sagen, die DNA wirkt deutlich erwachsener, als es vielleicht noch beim EDT der Fall war oder halt auch ist. Am Anfang, ich dachte, hast du dir jetzt das Elixier aufgesprüht? Ne? Weil er roch genauso. Ne? Stell dir vor, du sprühst das Elixier, nimmst aber diese Davana-Frucht raus, entweder ganz oder reduzierst sie ganz, ganz stark. Das war so mein erster Eindruck, aber das ändert sich. Und ja, wohin geht die Reise? Ich finde, er riecht dann im Drydown wie La Nuit de l'Homme, ja, mit so einer Paco Rabanne warmen DNA. Das ist quasi auch dieser Duft, der dich hier erwartet. Kardamom, Lavendel, das riechst du hier richtig stark raus, gerade auf dem Duftstreifen. Da wurde mir das richtig klar, das ist wirklich La Nuit de l'Homme von Yves Saint Laurent. Und das Ganze ist so schön warm verpackt in so einer angenehmen Süße. Und ich denke, das ist ein Duft für die Leute, die früher immer 1 Million EDT getragen haben und sich jetzt denken, ey, weißt du was? Ich brauche einen Duft, der ist wie 1 Million, aber den kann ich jetzt auch nehmen ein paar Jahre danach. Ne? Und wenn du jetzt denkst, ja, das will ich haben, dann könnte das was für dich sein. Kein Duft, der die Welt jetzt irgendwie, ja, total verändert, ne? Das ist er nicht, aber der kann schon für viele von euch Sinn machen. Du suchst einen Duft für die kalten Jahreszeiten, check den gerne mal aus, gerade wenn du diese 1 Million DNA magst. Nein, das ist jetzt nicht 1 Million, nur so ein bisschen anders, finde ich. Man merkt diese ursprüngliche DNA irgendwo noch raus, aber er macht schon sein, ja, sein eigenes Ding. Es ist ein Flanker und das merkt man auch. Und ich finde auch, die Haltbarkeit ist in Ordnung. Ich habe ihn jetzt einen Tag lang mal gecheckt. Erster Eindruck sagt, ist in Ordnung. Ich werde das natürlich, ne, langzeitmäßig überwachen. Aber vom ersten Eindruck her muss ich sagen, ist ganz nice. Ja, ich habe mit vielem gerechnet, dachte so, ach, das wird bestimmt so ein 1 Million Baccarat-Rouge-Ding. Nein, schön warm, wie man es kennt. Ne? So dieses leicht orientalische ist hier auch wieder drin. Schön warm, süß, leicht rauchig, ja, ist ein cooler Duft für den Abend zum Losgehen, ja, sehe ich jetzt nicht so im Büro, auch nicht im Sommer oder Frühling, außer natürlich, ihr habt so einen etwas kälteren Frühlingstag, ne, und müsst die Heizung noch anmachen, dann passt der sehr gut. Ich würde sagen, checkt den gerne mal aus, sobald ihr das könnt, wenn ihr Bock auf sowas habt. Ich glaube schon, der wird gefallen. Da sind wir schon am Ende des Videos und jetzt will ich von dir wissen, kennst du 1 Million Wild schon? Dann mal in die Kommentare, wie du ihn findest. Vielleicht sagst du aber auch, schon wieder ein neuer Flanker. Ich kann ihn weder mehr sehen, noch riechen, ich will auch nichts mehr hören. Ah, in die Kommentare auch damit. Vielleicht sagst du aber auch, ja, das klingt hier interessant. Ich glaube, ich habe da richtig Bock drauf. Mal gucken, wie hier so die Meinung ist. Also, ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Euer Royal der Parfums, obwohl diesen Typen hier keiner auf YouTube kennt. Timo, winke, winke. Ich winke einfach mal freundlich. Freundlicher geht's nicht.